Motrip, Backspin TV, live in Berlin, Embryo. Singst du unter der Dusche? Ja. Was für Songs? Manchmal eigene Off-Pop-Songs, die ich woanders nicht singe, so, aber ich mag ja oft Melodien und so. Also ich singe immer irgendwie. Ich erwische mich immer bei den neuesten Melodien. Was irgendwie so ein Duschschlager, so ein Dusch, also was immer läuft, ist hier. Kennst du, ne? Ja. Aber irgendwie nur gepfiffen, weil ich den Text nicht kenne. So, aber. Und da war's. Wie heißt denn das? Weiß nicht, das ist Französisch, glaube ich, aber... Nee, da gibt es auch eine amerikanische Version. Wie hieß denn die? Mal gucken. Ja, jetzt weiß hier keiner? Aber ich weiß nur, sie sagt irgendwas. As I'm sitting in the corner. Und sie sitzt irgendwie im Café und bestellt Kaffee, aber mehr weiß ich auch nicht. Ah, sie singt Englisch, also so Französisch. Ist auch kein Französisch. Aber ja, es hat was Französisches irgendwie, finde ich, so Attitüde. Wir sind hier im Laden, wo auf jeden Fall viel Musikgeschichte geschrieben wird, wurde und werden wird mit dir, Universal Studio, das Bürogebäude. Wie ist für dich das Gefühl, hier in diesen Räumen als Künstler unterwegs zu sein? Cool, wir sind hier im Schwimmbad, der Schwimmbadabteilung, ne, aber hier sieht es voll aus wie im Schwimmbad, finde ich. Ja, aber hier sind schon andere große Interviews gemacht worden, wie ich mir habe erzählen lassen. Insofern, mach dir keine Sorgen, du bist in guter Gesellschaft. Hier werden die Großen von Universal interviewt. Also, ich fühle mich natürlich wohl, was will man sagen, wusste nicht, wie wird die Zusammenarbeit jetzt mit Universal. Im Endeffekt war es genauso, wie es mir versprochen wurde und ich es mir erhofft habe. Ich kann meine Musik machen, komme nur nach hier, um Sachen vorzustellen, mir Sachen abzuholen, um umsonst zu trinken und hier einfach mich cool zu fühlen. Aber im Endeffekt ist es nicht so, wie man denkt, dass der Major kommt und dein Leben fickt. Bis jetzt zumindest nicht. Ich fühle mich voll wohl, das beste Label, was ich kenne und alles ist super. Der Weg dahin ist ja ganz schön schnell. Also würde ich schon sagen, wenn von dem Punkt, wo die breite deutsche Hip-Hop-Öffentlichkeit dich wahrgenommen hat, die Camps, die dazwischen gekommen sind, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, da will ich nochmal mit drauf kommen. Dann bist du jetzt hier, hast einen Vertrag unterschrieben und es sind sehr große Summen im Gespräch, wie man da draußen so immer gehört hat und wo alle sich drüber das Maulchen zerreißen. Mhm. Wie hat sich das für dich angefühlt, A, zu hören, wie das da draußen aufgenommen wird und B, dann vielleicht auch, Zahlen müssen wir gar nicht nennen, aber dann ist es mit Sicherheit kein kleiner 500-Euro-Check gewesen, der da über den Tisch gerutscht ist, damit umzugehen in deiner Position? Wie das draußen ankam, kann ich dir wirklich nicht sagen, weil ich habe das nicht ganz verfolgt, was die Leute darüber sagen. Oder ich glaube, da wurde nicht viel darüber gesagt im Endeffekt. Und wie es jetzt bei dir im Bauch ankommt, weiß ich ja nicht. Bei mir hat es unfassbar viel ausgelöst. Also na klar, das ist, damit rechnest du nicht. Das will jeder. Jeder will so ein Deal so und dann kriegst du den, ohne dass du einen Release hast da draußen. Wirklich auch noch in dem Rahmen, also wie andere Künstler, die schon halt Release haben. Also da wird mir großes Vertrauen gegeben und ich bin natürlich froh, hier zu sein, aber die können natürlich auch froh, mich zu haben. Und das sage ich nicht, also das sagen sie mir auch. Also das ist ein Geben und ein Nehmen. Und ich krieg hier viel und ich gebe auch viel. Ich bin geboren für Extremschlitten. Sport sind zu Facelift, in Form eines Spaceships im Orbit den Weg finden. Ich will meine Drinks in einem Porsche GT trinken. Du träumst also auch von einem Porsche. Mal ehrlich, hat das vielleicht zu alten Weggefährten so ein bisschen noch das Arbeiten verändert? Weil natürlich dann, wenn du dann mal nach einem Feature fragst, dann ist es vorher vielleicht auch eine gewisse Sache, komm, wir helfen uns gegenseitig und dann hört man, ein großer Deal und so. Verhalten sich manche Künstler, ohne jetzt irgendjemandem wirklich ans Bein pinkeln zu wollen, aber merkst du, dass sich so bestimmte Verhältnisse verändert haben? Also vom Geld jetzt nicht, du weißt ja, man kriegt ja jetzt mehr Geld von mir, wenn man auf meinem Album ist. Früher war das ja geben und nehmen, wenn man jetzt auf meinem Album ist, kriegt man direkt so einen dicken Scheck, aber... Bleibt die Frage, ob du so viel bezahlen willst? Ich mache da keine Abstriche jetzt irgendwie, ich mache das Feature weniger, weil das würde, was, so habe ich noch nie gedacht, aber ich merke schon, dass manche Leute irgendwie jetzt, ich habe das Gefühl, mich meiden, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich eine Bedrohung jetzt plötzlich darstelle oder ob ich... Also ich habe mich nicht geändert, aber meine Position ja ein wenig und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber manche Leute meiden mich, habe ich das Gefühl. Jetzt hast du hier im Haus natürlich auch jemanden an deiner Seite, der hat andere Künstler schon sehr groß gemacht, die ganze Geschichte mit Bushido mitgetragen, diesen Künstler erlebt und der kann natürlich auch viel erzählen. Wie profitierst du von diesen Gesprächen? Wenn du dich mit Neffe unterhältst, lernst du so während des Gesprächs dazu. Viel, man merkt ihm die Erfahrung an, er ist vollkommen gelassen. So. Ich bin voll aufgeregt, wie du schon merkst, ich bin die ganze Zeit hier an allen Sachen gleichzeitig. Er ist ziemlich gelassen, das gibt mir auch eine gewisse Ruhe, so, ja. Wenn ich sehe,
cool, dein Labelchef ist chillig, dann kannst du chillen. Ja, und wenn du halt weißt, was er alles gemacht hat, begleitet hat und schon erlebt hat, weißt du, okay, sein Erfahrungsschatz ist riesig, der kann dir auf jeden Fall helfen. Du bist hier auch noch bei Universal mit ihm, also das war mein Traumkontakt so her und deswegen, also ich finde es großartig mit dem Typen, wirklich. Also der macht Vorschläge, die gut bei mir ankommen, geht gut mit meinen Sachen um, lässt sich auch mal umstimmen, wenn er zum Beispiel gegen etwas ist und ist wirklich besser. Also ist alles wirklich richtig coole Basis so. Du wirkst ja schon wie jemand, der sehr aufgeschlossen auch durchs Musikleben bisher gegangen ist und mit Sicherheit auch so ein bisschen auf die Fehler und auf die Probleme achtet, die so entstanden sind in Künstlerkarrieren, sei es, dass du mit denen persönlich darüber gesprochen hast oder es miterlebt hast. Aber konkret, du bist mit Savas und dem Camp in Verbindung gekommen, du hast Samy Deluxe und das Camp drumherum, mit dem bist du in Verbindung, du hast mit Flair eine Zeit gehabt. Hast du auch aus diesen Gesprächen von deren Sicht, weil dann ist ja da auf der einen Seite immer das große böse Major und dann auf der anderen Seite der Künstler und die alle haben positive und negative Erfahrungen. Wie ist da so der Austausch gewesen? Also auf jeden Fall habe ich von denen allen was gelernt, um das mal vorweg zu sagen. Da können wir von mir gleich schneller drauf eingehen. Ja. Nebenbei muss ich aber sagen, dass jeder, also die Sicht zum Major ist immer nur persönlich. Also ja, wenn du eine scheiß Erfahrung hast, wirst du mir sagen, ey, es war nicht so gut. Und da gab es halt ein paar, die negative Erfahrungen hatten und mir gesagt haben, lass es. Und andersrum, da gab es so ein paar, die haben gesagt, das hat mein Leben gerettet, mach das. Und das habe ich dann halt auch so gesehen im Endeffekt. Aber ich kann es halt verstehen, wenn du deine Erfahrung machst mit etwas, dann stehst du halt so und so halt dazu. Ich habe bis jetzt positive Erfahrungen gemacht und würde jedem das weiterempfehlen. Also wenn du neuer Künstler bist und so eine Möglichkeit kriegst, ich bin im besten Studio meines Lebens, habe unfassbare Beats, kann dadurch ein Album machen auf dem nächsten Level, so weißt du, was Produktion angeht. Und also warum sollte man das alles nicht wollen? Was ist daran schlecht? So, also wenn jetzt aber jemand kommen würde und sagt, ey, mach mal das und du musst das und du musst das, dann verstehe ich die. Davor wurde ich mal gewarnt, aber das erlebe ich halt noch nicht. Und deswegen, mir geht es eigentlich noch gut dabei. Ehrlich, wirklich jetzt. Also, aber ich kann es halt verstehen, wenn ein Künstler mich davor warnt, der halt auch Erfahrung hat. Ich nehme es auch ernst, weißt du, aber ich muss meine eigenen Erfahrungen machen auf jeden Fall. Gibt es dann da irgendjemanden, der dich auch so berät, nach dem all dem, was auf dich einprasselt, der dann so im Privaten so ein enger Vertrauter ist, mit dem du dann mal in dich gehst und ich stelle mir das so vor, dann kommt alles schnell, dann wollen die Großen mit dir was machen, dann kommt der große Vertrag und so, da muss man auch irgendwo auch mal einen Punkt haben, wo man zur Ruhe kommt, oder? Also den habe ich noch nicht mal erreicht, du hast schon recht, es wird voll turbulent und man lässt sich viel sagen von vielen Seiten so oder viele Leute versuchen dir was zu sagen. Ich habe coolerweise für mich selber ein paar rauskristallisiert und jetzt meine ich die Rapper, so, die mir wirklich, wirklich, wirklich was gesagt haben. Was, also wenn, ohne Witz, Sido kenne ich noch gar nicht lang. Wenn Sido mir einen Tipp gegeben hat oder was gesagt hat, ich riech das, dass er es ernst meint. Und dass er auch nicht der Meinung ist, der Typ hilft mir, oder ja, vielleicht nimmt er auch was von mir, natürlich. Also er hat auch was davon, aber er macht das wirklich aus Hilfsbedürftigkeit. Keine Ahnung, er will einfach helfen. Und das finde ich cool, das merke ich. Das gilt auch für Samy zum Beispiel. Also man merkt es, so, weißt du, wie ich meine? Und das ist cool, das weiß ich zu schätzen, aber trotzdem eigene Erfahrung. Also ich nehme das immer an und sage dann auch, ey, cool, dass du das so und so sagst, aber so und so. Und meistens verstehen die es ja auch. Also ja, wenn du jung bist und du musst dein eigenes Ding machen. Und bis jetzt ist noch keiner irgendwie beleidigt gewesen, weil ich mit dem und dem Musik mache. Oder kaum einer. Also ein paar Leute mögen es vielleicht nicht, aber ey, fuck it, Alter. Wir machen schnelles Geld, ich sitz auf meinen Schein. Das hier ist Money Rap. Du bist ein Witz auf zwei Beinen. Running Gag. Ich scheiß auf Army Rap, scheiß auf Hulk Hogan. Ich bin bald oben und schick dich zu Boden. Body check. Am Ende des Tages bist du jetzt halt schon auf dem nächsten Level angekommen. Und du hast es eben schon gesagt, Produktion im besten Studio, das du dir vorstellen kannst. Dann lass uns mal ein bisschen Richtung Album gehen. Mit wem arbeitest du zusammen? Aktiv im Moment mit Paul Nizza und Marek und Cecil, ein dreiköpfiges Team in Kreuzberg, unfassbarem Studio. Viel Zeit verbringst du da, oder? Ja, ja, wirklich. Also ich war vor 4 Wochen schon mal hier und habe Besprechungen gemacht. Ich habe ja viel Material mitgebracht. Ich bin ja so wirklich, ich komme ins Studio ohne Blatt, mache mein Album dann einfach aus dem Kopf. Aber habe ja halt auch, ich bin vorbereitet. Die Jungs hatten ja auch schon was fertig. Sprich, ich kam rein, wir waren direkt mittendrin und hatten direkt 5 Songs fertig. Und dementsprechend waren wir direkt mittendrin, haben das beibehalten, sind jetzt seit 2 Wochen am Aufnehmen, haben alles am Stück aufgenommen. Ich habe da Wert drauf gelegt, dass es relativ nah aneinander liegt, wenn ich aufnehme. Ist für einen Prozess wahrscheinlich auch besser, weil das Album dann atmosphärischer wird, oder? Bilde ich mir zumindest ein. Ich habe noch nie eins gemacht. Habe ich mir so gedacht, dass es vielleicht... Ich mochte das eh nie, wenn ich vor einem Jahr einen Song aufnehme und mit jetzt vergleiche, klinge ich anders, finde ich. Und
ich will, dass das Album irgendwie gleich klingt. Bis ich dann eh gemerkt habe, jeder Song hat ja eh eine andere Atmosphäre und man klingt halt mal auf einem Song aggressiver und auf dem anderen nicht. Das ist eh nicht gegeben, aber Hauptsache, das liegt irgendwie 2-3 Wochen beieinander. So. Das war mir wichtig. Aber dennoch, gibt es so irgendwie vielleicht dann andersrum gesagt ein Soundbild, das du beschreiben kannst vom Album? Voll. Es gibt auf jeden Fall auch noch Produzenten, das will ich kurz noch sagen. Also, ja, dann nennen sie. Mel hat ein Ding eigentlich für mich produziert, Ilfinker aus Aachen, ja. Levy aus Aachen, Deflev. Und das sind halt meine Jungs, ich hoffe, ich vergesse gerade keinen, die auf jeden Fall auch schon Songs mir mitgeschickt haben. Weißt du, wie ich meine? Also ich kam ja auch mit was an. Aber die Feature-Liste, auch die Produzentenliste wird man im Netz eh sehen. Ja. Aber mir geht es dann am Ende dann sowieso, wenn du die Namen nennst, um den Sound. Weil ich habe ein bisschen was hören können eben. Und es ist deeper, es ist ruhiger, es ist nicht so sehr auf die Fresse, wie es immer so schön heißt. Also ich finde, Produzenten sind unfassbar wichtig. So. Die werden in Deutschland auch überhaupt nicht gewürdigt. So. Ja. Ich will nicht ich bin vielleicht gar nicht besser, ich schreibe es auch nicht immer dazu, aber es ist so. Guck mal, die Staaten, wie die Produzenten da, das sind die Stars. Und ich habe gesehen, ich kam mit fertigen Songs, der Beat war dann vielleicht auch mal auf die Fresse in meinen Augen. Dann haben mir die Jungs aber erstmal gezeigt, was eine richtige Produktion ist. Und es muss nicht immer auf die Fresse sein, es kann auch mal unter die Haut gehen. Und ich habe viele ehrliche Texte, viele ehrliche Songs auf meinem Album. Das passt ja auch besser zum Embryo irgendwie und dementsprechend werden auch mal sanftere Töne angeschlagen, aber immer ehrlich und nicht kitschig, so cheesy, sondern halt so, wie ich es gerade denke und so weit, wie ich mich wage, mit meinen Emotionen vorzugehen bis jetzt. Und da sind aber auch auf jeden Fall Sachen wie King oder Canon, die einfach mal alles nach vorne hin zerstören. So. Also wir haben da eine ausgewogene Mischung, glaube ich. Ich habe eben ja, wie gesagt, schon ein bisschen ein paar Tracks reinhören können und das, was du mir vorgespielt hast, zeigt schon im Hauptauge so ein bisschen den Nachdenklichen und man merkt, oder korrigier mich, so ein bisschen darin, dass du auch das, was alles so schnell auf dich zugerannt ist, in letzter Zeit da drin verarbeitest und so ein bisschen auch kanalisierst. Und es wirkt ab und zu. und es wirkt auch so ein bisschen wie, dass du dir selber hier und da so einen Leitfaden geschrieben hast, der dich, wenn du mal irgendwie vielleicht an einem Punkt bist, wo du nicht weiter kannst, dann vielleicht auch wieder hilft. Richtig interpretieren? Ähnlich, also ja, schon, ist ja was dran. Also ich habe, was den Leitfaden angeht, habe ich sogar noch einen konkreten Song, die Trip-Theorie, wo ich mich einfach immer wieder nur, okay, das sind die wichtigen Sachen, ja, darauf berufst du dich, ja, damit arbeitest du, alles andere ist unwichtig, aber ja, doch, du hast schon recht, also da ist was dran. Gibt es dann da irgendwie ein Thema, das jetzt von der Persönlichkeit her besonders wichtig war, also irgendein herausragendes Thema? Gibt es, ehrlich gesagt, einige auf dem Album, also ich wusste am Anfang des Albums nicht, was es wird. Ich habe es ja schon lange angekündigt, oft. Ich hatte oft mal in meinen Augen ein Album fertig, aber das war bei weitem nicht so gut oder persönlich wie das, was ich jetzt habe. Aber ich wusste ja nie, wo werde ich landen im Endeffekt. Und ich habe mir nicht gedacht, was ist persönlich, was bewegt dich oder was kommt gerade gut an, was schreibst du jetzt noch für Single, sondern habe wirklich geschrieben, was mir bedeutet. Und also habe nur über Sachen geschrieben, die mir was bedeuten. Und in dem Sinne ist jeder Song mir wirklich wichtig. Und ob es jetzt gerade gegen die Unterdrückung geht oder ob ich darüber rappe, dass wir nur eine Feder im Wind sind und das Schicksal vielleicht nicht ganz in der Hand halten, aber was ändern können. Also so eine Sachen, das sind alle Sachen, die mich beschäftigen. Oder meine verflossene Liebe wird auf jeden Fall bearbeitet darauf. Und nicht, weil ich dachte, ich brauche jetzt noch einen Liebessong. Es hat mich vollkommen beschäftigt und jetzt geht mir sogar wirklich besser danach. Und auch der Titelsong Embryo wird, glaube ich, sehr interessant, was das angeht, die Vergangenheit aufarbeiten. So, aber solltest du erstmal dir anhören. Natürlich gehören dann auch ein paar Feature dazu, um das Album noch ein bisschen abwechslungsreich zu machen, wie es so heißt. Und da ist ja die Frage, überlebt man es, viele oder weniger? Findest du, also ist es eine Pflicht? Nee, finde ich persönlich nicht. Also es gibt Alben, wo es ganz gut ist, dass wirklich nur der Künstler drauf ist. Aber eine gute Hook da oder vielleicht mal einen Weggefährten mit aufzeigen. Und du hast einige hinter dir. Wer wird denn alles dabei sein? Ich weiß mal überlegen, niemand, aber dann dachte ich so, dreist kann es ja nicht sein. Aber ich dachte so, die Leute fordern das bestimmt von dir, einfach keinen. Ich hoffe, alle meine Weggefährten, so einer bin ich nämlich nicht. Ich würde mich freuen über alle. Ich habe den Jungs, wo es mir drauf ankommt, habe ich Bescheid gesagt. Ja. Joker und Zillan zum Beispiel schon drauf, ganz klar, auf einem Song auch. Ich liebe das Ding. Wir haben auch Gesangsfeatures. Können wir noch nicht drüber reden, oder? Na, lieber nicht. So. Ich kann sagen, dass ich mit einem Freund vom Mars telefoniere. Ja. Wir sind in Kontakt. Wir telefonieren nicht, er hat kein Telefon da oben, aber wir haben einen Kommunikationsweg gefunden. Facebook. Facebook. Was mein Auto angeht, bin ich zufrieden, wenn mein Auto angeht. Bist du zufrieden, wenn ich komme und dir ein Autogramm gebe? Die Nächte sind voll, die Tage sind lang, ich werde es schaffen, doch die Frage ist wann. Ich singe ja schon ein bisschen mehr auf dem Album, aber einfach nur so weit ich kann und wenn ich merke, die Hook ist wirklich gesungen, ich kann ja nicht singen. So. Ich singe gern, aber ich kann nicht singen. Jetzt bist du mit dem Albumtitel, ja, hast du eine Auswahl getroffen. Fühlst du dich in deiner Musikkarriere so am Anfang? Nee. Also, ich meine, Embryo? Ach so, ja. Ich habe es mir immer anders vorgestellt, auf jeden Fall. Ich dachte immer, wenn du anfängst, ist schon alles anders. Irgendwie ist alles ganz komisch im Moment. Aber
Ja, schon. Guck mal, ich trage das Ding lang mit mir rum. Ja. Wenn ich es einmal released habe, habe ich es nicht mehr in der Hand. So, da kann ich nur noch hoffen, da draußen gibt es ein paar gute Erzieher und Lehrer, Alter, die dem Ding ein paar vernünftige Sachen beibringen. Und in 10 Jahren kann man dann sehen, ist es was Gutes geworden oder was nicht. Im Endeffekt ist es jetzt nur mein kleines Embryo. Ja. Ich bin irgendwo auch so dieses in diesem abgetaucht in diesem Wasser und abgeschottet von der Außenwelt, dieses Embryo auf dem Album. Und nebenbei, wie gesagt, ich will nochmal auf den Titelsong zurückkommen, ohne dass ich das jetzt zu groß treten will. Aber ich habe da auch einen persönlichen Gedanken noch hinter gehabt, so, den ich da mit aufarbeite. Und deswegen, das war der perfekte Titel. Und das hat nicht alles damit zu tun, dass das jetzt so ein M und ein Yo am Ende ist. Weil ich kenne ja auch Embryo. Weißt du, das ist wirklich, das hat mir sehr viel gegeben. So, ich hatte viele andere Titel, die haben mir im Endeffekt nur eine Woche lang immer oder irgendwann wollte ich nicht mehr. Und Embryo ist es, definitiv. Also da werde ich in 10 Jahren sagen, zum Glück Embryo. Für einen Künstler ist es heute besonders wichtig, dass er neben dem Album, was ja hart formuliert, dann oft meint ja auch eher so ein bisschen das Promo-Tool ist, um dann die nächsten Geschäfte aufzuziehen. Ist das Live-Geschäft sehr wichtig? Da habe ich ein sehr schönes Erlebnis gehabt, als ich dich, Zilla und Motrip auf der Tour zusammen... Joker. Ja, Joker, genau. Motrip, genau. Hi, Joker. dich, Joker, Zilla auf der Tour gesehen habe, dass ihr so auch so ein schönes Miteinanderspiel gemacht habt. Da gab es keinen Großen, keinen Kleinen, es waren alle nebeneinander und man hat so richtig so ein familiäres Verhältnis auf der Bühne gespürt. Stimmt. Ist dir das auch für die Zukunft wichtig, auch wenn du jetzt eventuell vielleicht den größeren Vertrag hast? Auf jeden Fall. Also ich will auf meiner Tour auch die Jungs dabei haben und Props auch an Zilla dafür. Das haben wir auch schon intern besprochen, wie gut das war. Einfach, es war seine Tour und das war einfach eine Dreier-Tour beim Endeffekt. Die Leute haben uns alle zusammen gefeiert und Zilla hat uns auch einfach so dargestellt und so gefeiert, dass das auch möglich war. Und deswegen auch Props an ihn dafür und so ähnlich sehe ich das auch. Also Zilla könnte auf jede meiner Touren dabei sein und sein Programm eiskalt rappen und Joker sowieso und mein Bruder Hassan und ich sehe das so. Und live ist eh, also so professionell das jetzt hier auch läuft, live darf das auch mal einfach auf die Kacke sein. Also live, finde ich, schadet es auch gar nicht, wenn du deine Jungs dabei hast. Ausnahmezustand, habe ich mir mal erklären lassen. Zum Beispiel, ja. Ausnahmezustand. Wir wollen alles, weil uns alles ohne Ausnahmezustand. Ja, genau. Ja. Ist es denn aber sicherlich auch bald angeplant, dass dann die Tour gleich hinterherkommt, oder? Gibt es da schon ein paar Infos dazu? Ich bin bei Bubak in Hamburg. Die haben unfassbar viele Bookings jetzt schon klar gemacht. Ja. Die einzelnen, ich meine, ich weiß ja, oh Gott, wenn man mal so groß stapelt, weiß ich, aber... Gott sei Dank, ich bin froh drum. Also ich hatte noch nie einzelne Gigs, jetzt fängt es mal an. Unsere einzelnen Gigs sind jetzt schon zu Blöcken zusammengeschoben worden, weil es so viele einfach sind. Und die Tour steht Ende des Jahres auch an. Ja. Hm? Joker auf jeden Fall dabei haben, aber bis dahin ist noch nichts. Ja. Joker wird auf jeden Fall dabei sein, sonst weiß ich noch nichts. Wenn das Ende des Jahres ist, haben wir uns eh noch vorher 3-mal getroffen, können wir noch viel drüber reden. Du kommst doch vorbei, Alter, was ist denn los? Ja, da hoffe ich doch drauf. Ja. Aber nicht wie letztes Mal, wo ich dann, naja, ist egal, reden wir dann drüber. Die schönen Vorzüge des Künstler-Daseins. Wir haben ja, ich sehe hier wunderbare Sneaker bei dir. Aus Filz. Also ich gebe auch selten an, aber wenn man schon mal Nikes aus Filz hat, dann muss man noch einmal mal in die Kamera halten, finde ich. Gibt es denn neben diesen positiven Erscheinungen, dass die Leute irgendwie auch mehr von dir wollen und dir auch mehr Vergünstigungen geben, auch irgendwie eine Schattenseite, die du bisher festgestellt hast? Für jeden. Manche Leute gehen davon aus, dass du jetzt eingebildet bist, also behandle dich von Grund auf anders, weil die meinen, dass du dein Verhalten geändert hast. Ich höre halt Gerüchte über mich, dass ich ein X6 gekauft habe, zu Schrott gefahren habe, habe ich gehört. Also sowas ändert sich. Also die Leute haben unfassbare Wahnvorstellungen. Die denken, ich habe so einen Geldkoffer bekommen, hier geht dein Leben und kauft dir Zigarren und so. Aber ey, ich arbeite jeden Tag so und das sehen die Leute nicht und ich merke, dass das Verhältnis sich zu den Leuten geändert hat, die halt nur von außen sehen, also jetzt nicht Fans, nicht Fremde, sondern Umkreis, aber so eine Leute, die ich vielleicht nicht 100% kenne, die dann sagen, ey, jetzt ist der so und guck mal, jetzt macht der so und jetzt ist bei ihm, ey, da kann ich nur drauf kacken. Also ey, jeder, der an mich glaubt, sollte froh sein, dass ich bei Universal bin. Also was Besseres kann mir doch gar nicht passieren. Aber du bist jetzt der Typ, der wahrscheinlich in der Bar immer davon ausgeht, dass er gefälligst die Rechnung zu bezahlen hat, oder? Ich zahle halt eh immer, ich bin so einer, aber ja. Sehr gut, dann gehen wir mal zusammen essen. Natürlich, Digga, wenn du mit mir essen gehst, kannst du gar nicht bezahlen, so, ne? Geht gar nicht. Aber nicht, weil ich, also so bin ich erzogen worden, Digga, so war ich auch vor meinem Deal. Mein Vater und mein Onkel, Digi. Die sind an der Kasse kurz davor, sich zu prügeln, wer zahlt. Die lassen sich gegenseitig nicht zahlen und ich finde das so ein großer Respekt und es geht nicht um die 10 Euro dann, Digga, wirklich. Ich will lieber, dass du dir merkst, cool, der hat mich zum Essen eingeladen, das ist ein cooler Typ, das ist mir das locker wert, so, weißt du. Deswegen, also du warst schon immer und jetzt, wo ich das hab, ich bezahle die Flaschen, ich bezahle das Essen. Ich geb dir gern die letzte Kippe aus dem Big Mac, aber glaub mir, mich zu ficken kannst du knicken.
KitKat. Denn meine Freunde fahren wie echte G's im Traktor vor. Polosport, Massenmord, jetzt ist Krieg, ab sofort. Zum Schluss muss die Frage kommen, ganz einfach. Ich meine, du sitzt hier und der Vertrag ist schön und groß und die sagen alle, ja, aufbauen den Künstler und so, trotzdem wird ein Druck da sein. Und du hast sicherlich auch irgendwelchen. Hast du Erwartungen oder irgendeinen so einen Punkt, weiß ich, eine Enttäuschungsgrenze oder irgendwie sowas? Also klar, ich erwarte was. In erster Linie sind die Erwartungen beim Label. So. Ja. Auch wenn die mir das jetzt, die lassen das bei mir nicht großartig raushängen. So. Die machen mir keinen Druck, im Gegenteil. Die sagen, bitte, bitte mach dich locker, keiner macht dir Druck. Aber ja, dann lassen wir es dabei, ne? Das Label hat natürlich gewisse Erwartungen. Man hört das ja zwischen die Blume. Mein Management sagt mir natürlich, was da noch intern besprochen wird. Das Label hat Erwartungen. Ich glaube, die Fans haben Erwartungen. Die wenigsten Erwartungen habe wahrscheinlich ich. Ich habe, bevor du mich jetzt gefragt hast, eigentlich fast noch nie darüber nachgedacht. Mir geht es darum, dass keiner mir sagen kann, die CD ist scheiße. So. Weil wenn die nicht chartet, da kann ich nichts dran ändern. Aber wenn die schlecht ist, hätte ich es in der Hand gehabt. So, weißt du? Und ich kümmere mich um das, was ich in der Hand habe. Alles andere liegt ja gar nicht in meiner Macht. Also ich kann Promo helfen und ich kann auffallen und mich jetzt schnell prügeln gehen und einen dissen vielleicht, um aufzufallen. Aber im Endeffekt kann ich ja nur meine Musik machen. Und das ist mein einziger Druck. Also wirklich, mein Druck ist so, ey, was werden die denken, wenn die ein Album hören? Ich schwör's dir, das ist mein Druck. Und nicht, wo chartest du, kack ich drauf. Gut, dann würde gleich die nächste Frage, die ich stellen wollte, damit schon wieder erledigt sein, weil K1 released am gleichen Tag. Ja, naja, was sagst du dazu? Cool. Schönes Rennen wahrscheinlich, ne? Das ist ja dann für draußen immer so dieses kleine Rennen, wer ist erfolgreicher und so. Schon mal, ich gebe dir Vorsprung. Ne, alles cool, aber also ne, ich sehe es gar nicht als Rennen. Alles cool. Hab ich gelesen, hab mich gefreut. Warum nicht? Frag mich, ob die das extra gemacht haben, würde ich gerne wissen, wenn es so ist. Also, aber wahrscheinlich wussten die nicht mal von mir, wer weiß. Ich kann sie, vielleicht kennen sie dich gar nicht. Ja, ich habe Bushido einmal gesehen, aber ob der es noch weiß, weiß ich nicht. Sie werden dich kennenlernen. Ich bin mir sicher, dass es erfolgreich sein wird. Wo, das werden wir schon alle sehen. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Ich danke dir, Nico. Das war's. Datum und dann sind wir draußen. 2.3. Embryo in den Läden, überall, Amazon, iTunes, bestellt euch. Motrip. Wie sie es gehört. Backspin TV draußen. Tschüss. Ciao.